Ich muss aber bis euch und jetzt kommen wir zu einer neuen Review von diesem Video, Call of Duty Vanguard, und wir werden heute mit einer neuen Waffe spielen. Ich weiß, ich bin immer sehr spät dran mit den neuen Waffen, aber für mich ist es trotzdem neu. Und zwar werden wir heute mit der Ra spielen. Wir spielen heute mit der RA-225 oder Ra 225. Ich brauche Hobby Stage. Ja, Freunde, es ist die neue Waffe. Sie erinnert ein bisschen an die von World War 2. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich blende euch mal ein Bild ein. So sieht es für mich aus. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube jetzt wahrscheinlich, ist es eine aus dem Zweiten Weltkrieg, weil das macht auch Sinn. Endlich, Leute, endlich bringen sie mal Zweiter Weltkrieg-Waffen raus und nicht irgendwie solche Waffen aus Advanced Warfare. Wir jumpen auf kleine Kartenchaos. Wir testen die Waffe. Ich werde euch am Ende sagen, wie gut sie ist oder wie schlecht sie ist. Ich bin keine gute Vertrauensquelle. Also, dieses Video ist eher so ein Quelle. Vertrau mir, Bruder, okay? Let's go. Alright, Leute, let's go. Also, wie gesagt, sie sieht ein bisschen aus wie die World War 2 Waffe hier. Aber, wie spielt sich die World War 2 Waffe, ist die Frage. Weil die World War 2 Waffe war gut, aber wie spielt sich... Okay, Raw auf Level 4. Macht Spaß. Und da ist jemand... Okay, also sie ist ziemlich präzise ohne Aufsätze und macht fett Damage, Digga. Let's fucking go. Wir haben immer noch hier schlechte Gegner, Leute. Ich bin immer noch bei der Raketenwerfer bei Atomic. Deswegen haben wir hier, ja, ich würde sagen, so APC-Gegner. Ja, APC-Gegner ist der richtige Weg. Der richtige Begriff dafür, Junge, das ist wirklich... Es ist halt wirklich so, als ob ihr ein AFK-Game spielt. So ein privates Game. Ihr stellt ein 18 Bots und es war's. So sind die Spieler hier. Ich liebe es. Aber ich muss genießen, Leute. Gönnt mir das, weil sonst habe ich immer nur Schwitzer. Auch endlich mal hier eine geile MP. Sonst kommen immer nur Sturmgewehre. Oh mein Gott, die Waffe ist geil. Okay, die Waffe ist geil. Ja, die Waffe macht Damage. Die spawnen alle. Die spawnen da alle. Eins, let's go. Oh mein Gott, die sind alle da. Zwei. Drei. Oh mein Gott, das ist so eine gute Waffe. Kurz nachladen. Vier. Oh mein Gott. Die Waffe ist geil. Let's go, Leute. Spielt sie. Es ist die Ra. Es ist die Ra. 225, Digga. Wir haben schon den Flammenaut? What? Mit dem Flammenaut komplett weggeputzelt. Bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich die geilste Streak. Es macht so Spaß. Die gehen in Flammen auf und es macht Spaß, Leute. Einfach hier reinhalten und die sterben. Guckt's euch an. Langsam. Aber sicher. Oh, guck mal, wie er wegrennt. Er dachte, er hätte eine Chance. Doch was er hatte, ist sein Todesurteil. Shit, Digga. Hier einfach reinputzeln. Oh, diese Soundeffekte, Leute. Ihr müsst doch die Soundeffekte hören. Ja, das war ein scheiß Soundeffekt. Achso, by the way, ich habe als Secondary einen Katana dabei. Ja. Ja, also das Katana... Was war das? Also das Katana ist auch ziemlich gut, ne? Könnt ihr gerne als Secondary benutzen. Das ist ziemlich... Wer benutzt ein Katana als Secondary? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Leute, wie ihr die Waffe findet. Ich finde sie hier ziemlich... Ja, ich würde sagen, sie ist so eine... Sie ist so zwischen einer PPSH und so einer PPSH, ne? Habt ihr verstanden? Habt ihr den Witz verstanden? Ich kann ja Waffen nicht einranken, weil ich ja nur die PPSH spiele. Also muss ich PPSH nehmen oder nochmal PPSH... Ich halte meinen Maul. Jetzt machen wir noch ein bisschen Action. Komm, wir pushen die rein. 1-1-1. 1-1-1-1-1. Oh, bitte. Ich dachte, der ist da links gegangen. Also, by the way, Leute, falls ihr euch fragt, warum am Sonntag kein Video kam, die Aufnahme. Ihr hört ja jetzt meine Stimme, ne? Richtig schön sauber und geil. Aber die Aufnahme am Sonntag klang ungefähr so. Also, ich klang jetzt nicht genau so ab. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ungefähr. Es klang ungefähr so. Und zusammenfassend kann man über dieses Video eigentlich sagen, dass ich da 5-10 Minuten lang geraged habe, dass die Gegner zu schlecht sind. Also, dass ich Atomic nicht schaffe. Also, ich habe rumgeheult 10 Minuten lang, dass ich Atomic nicht schaffe. Und dann gegen Ende gab es so viel Action mit Drohnen. Da gab es wirklich Leute, die Drohnen aktiviert haben, also Abschussserien. Und dann gegen Ende war es so, dass ich mich gefreut habe, dass ich Atomic schaffen werde. Also 10 Minuten rumgehört, dass ich Atomic nicht schaffe. Und 10 Minuten darüber gefreut, dass ich Atomic schaffen werde. Also eigentlich gut, dass die Stimme verkackt worden ist, ja? Das war, glaube ich, Schicksal. Ich merke gerade, wir spielen gerade Abschuss bestätigt. Wir müssen hier noch die... Oh mein Gott, wie die alle da zu dritt, zu zweit schimmeln. Ich glaub's nicht. 39 zu 14, die Waffe, erste Runde. Machen wir hier mal so einen Lauf drauf. Kein Visieren, Griff haben wir auch. Rückstoßkontrolle. Die Waffe ist jetzt noch krass, hat noch weniger Rückstoß. Und wir droppen aus. Wäre aber mit Blitztempo-Stellung. Ich hasse Stellung. Oh mein Gott. Aus der Hüfte, let's go. Aus der Hüfte ist sie nice. Wichtig und richtig. Kurz nachladen. Oh mein Gott. Ja, das war Klosemose. Ja, wir sind schon mal in der Stellung drin. Ich könnte in der Stellung bleiben, aber mache ich nicht. Ich möchte die Kills haben. Let's fucking go. Spawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Könnt ihr ein bisschen näher kommen, bitte? Chillen die da? Die chillen da alle am Spawn? Wir pushen wieder hier durch. Die warten auf uns da. Ja, die warten. Die warten da. Oh. Let's go. Zwei Kills. Double Kill. Okay, wer will? Wer hat noch nicht? Oh, drei. Oh mein Gott, ich bin kurz vor tot. Nevermind, das sind NPCs, die sind schlecht. Hallöchen, Popüchen. Oh, hinter mir.
hinter mir. Also wie gesagt, Leute, es ist die zweite Runde des Tages. Nicht vergessen. Ich merke gerade, irgendwie ist vielleicht ein Visier doch geil auf der Waffe. Obwohl, nee, ich muss, glaube ich, nur dran gewöhnen. Alles klar, Digga. Aber no joke, ich glaube wirklich, eine MP, obwohl, das ist schon eine Sünde. Auf ne... Von wo kam die... Wie er runtergerutscht kam, oh mein Gott. Oh mein Gott, immerhin 91 holt mich. Also ich hätte schon Bock, dass ich hier einen Visier drauf packe, aber ich glaube, auf eine MP einen Visier drauf zu packen, ist echt bodenlos. Also wäre wirklich, wenn ihr eine MP habt, Leute, wenn ihr eine fucking MP habt, wo ihr ein Visier drauf packt, ihr seid bodenlos, Leute, ihr seid bodenlos. Eine MP muss leben, Leute, sie muss die Freiheit genießen. Sie darf nicht so viel wie... Wieso laber ich so viel Scheiß eigentlich? Ich kann so viel Scheiße labern und so schlecht COD spielen. Holy shit. Vorratskiste raus. Tschupp. Und boop, let's go. Glaube, um besser zu zielen, brauche ich einen Schalldämpfer. Schaut mal, wenn ich schieße, entsteht so ein Nebel. Ich glaube, ich brauche einen Schalldämpfer dafür. Dann sehe ich besser. Bin mal gespannt, wenn ich den Schalldämpfer freischalten kann, Digga. Was geht hier gerade für eine Action ab? Ich liebe die Lobby. Die ist so schön. Okay, ich pushe. Ich glaube, das ist dumm, dass ich pushe. Oh mein Gott. Kurz nachladen. Digga, dieser IG, der schluckt aber die Schüsse, dieses andere. Holy shit. Ich komme von hinten. Moment. Oh, nice. Ich spiele mal jetzt kurz die Waffe aus der Hüfte, okay? Wie ist die aus der Hüfte ohne Aufsätze? Spielt die Waffe nicht aus der Hüfte. Spielt sie nicht. Pass auf, wir packen jetzt mal... Ich weiß, es ist eine Sünde, aber wir packen Visier drauf. Wir packen schiefen Reflektor rein. Leute, so spielt man keine MP. Man spielt eine MP immer mit einem Zeit, aber ich probiere es, Leute. Ich probiere es. Vielleicht ist mein Aim damit noch besser, Leute. Noch besser als schon besser. Ja. Ich spüre es schon. Ja, okay. Ja, doch. Ja, mit der MP bin ich besser. Mit dem Visier. Nee, mit dem Visier bin ich nur noch kacke. Nee, Spaß beiseite, man merkt wirklich einen Unterschied. Also man hat hier wirklich besseren Fokus, Mokus. Man hat nicht diesen komischen 1-2, was in die Fresse lungert. Lungert? Ist es ein Wort? Man hat schön diesen Rotpunkt oder diesen Gelbpunkt. Was ziemlich nice ist, der eine kommt von rechts. Let's go. Oh mein Gott. Ja, also wie gesagt, MPs mit Visier ist komplett bodenlos, scheiße und ehrenlos. Aber irgendwie... Ja, sie ist besser. Ja, sie ist schon besser. Ich muss sagen, sie ist besser. Let's go. Bauen wir hier kurz eine Streak auf. Machen wir uns kurz hier die Hunde ready? Ist das hier die Wave? Ja, kurz die Hunde freigeschaltet mit der neuen Waffe. Leute, testet die RAR-Waffe aus. Die RAR 225. Die ist auf jeden Fall Purple Turkey 2, holt mich. Hunde? Let's go. Let's fucking go. Hunde sind draußen, Reiniger sind draußen. Das wird ein Armutszeugnis für die Gegner. Oh, guck mal, wie die brennt. Guck mal, wie die alle brennen. Die gehen alle auf meine Hunde. Kassieren sogar von meinen Hunden. Eines da oben. Er merkt von nichts. Immer hinter merkt von nichts. Oh mein Gott, das sind alles NPCs. Guck mal, NPCs. Laufende NPCs. Guckt sie euch an, Leute. Das sind alles NPCs. Ich verbrenne gerade hier NPCs. Das ist so krass. Oh mein Gott, die machen nicht. Die wehren sich nicht mal. Wissen die heute, dass man auf der linken Maustaste schießt? Oder halt mit R2 oder ne? Also, guck mal, NPCs. Was ist bitte für eine Bot-Lobby? Oh mein Gott. Leute, das war eine Multiplayer-Runde. Eine Online-Runde. Kein privates Match. Alright, Leute. Ich würde mal sagen, die Waffe ist geil. Die Waffe ist wirklich geil. Die macht Damage. Mit Visier ist sie geil. Also man spielt da besser. Ich glaube, das ist ein bisschen Angewöhnungssache. Ich spiele auf jeden Fall ohne Visier, weil Visier auf einem Piece ist einfach ehrenlos, Leute. Dafür, Leute, ich würde mal sagen, das Video hast du genannt. Oder schaut gerne auf YouTube. Also jeden Montag. Sag ich das nur. Wir sind mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.